Der Klimawandel ist eine der wichtigsten Herausforderungen, die viele Länder mittel- und langfristig bewältigen müssen. Der globale Einfluss des Klimawandels könnte sich negativ auf die Landwirtschaft auswirken, wenn sich Wassermangel und Trockenheit, neue Krankheiten, Hitzestress für die Tiere und Risiken, die auf Extremwetterereignisse zurückzuführen sind, bewahrheiten. Der Klimawandel geht hauptsächlich auf die Anreicherung von CO2, Methan und Lachgas zurück. Einerseits ist die Landwirtschaft der Hauptverursacher von Methan- und Lachgasemissionen und ist insgesamt für bis zu 20% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Andererseits kann die Landwirtschaft im Gegensatz zur Industrie CO2 aus der Atmosphäre absorbieren. Landwirtschaftliche Aktivitäten können in gewisser Weise mit dem Wald verglichen werden. Die Bäume, der Anbau und die Vegetation im Allgemeinen speichern CO2 aufgrund der Photosyntheseprozesse aus der Atmosphäre und werden so zu Kohlenstoffspeichern. Die Europäische Kommission hat das Projekt LIFE Plus Agri-Climate Change bewilligt, um landwirtschaftliche Betriebe in Europa in den Kampf gegen den Klimawandel einzubinden. Ein wichtiges Projektziel ist die Entwicklung einer Methode zur Berechnung der Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen auf landwirtschaftlichen Betrieben. Gemeinsam haben die Projektpartner ein Bewertungsinstrument mit dem Namen Agri-Climate Change Tool, ACCT, entwickelt. Dieses Instrument wurde auf insgesamt 120 landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien, den wichtigsten EU-Agrarstaaten, getestet. Im Anschluss wurde für jeden Pilotbetrieb ein Maßnahmenplan zur Verringerung des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen erarbeitet. Die wirksamsten Maßnahmen zur Senkung der landwirtschaftlichen Energie- und Treibhausemissionen sind: standortangepasste Bodennutzung durch Vermeidung von Erosion, reduzierte Bodenbearbeitung und Humusaufbau. Verbesserte Tierhaltung durch bessere Haltungsmethoden und effizientere Fütterung sowie eine bessere Güllelagerung. Effizienter Einsatz von Düngern und Pestiziden. Effizienterer Einsatz von Maschinen und nutzungsverbrauchsarmer Technologien im Betrieb und zielgerichtete Energieeinsparung und Nutzung von erneuerbaren Energien. Die ersten Ergebnisse des Projekts Agri-Climate Change haben gezeigt, dass es möglich ist, durch diese Maßnahmen 10 bis 40% des Energieverbrauchs für jeden Betrieb einzusparen. Durch die Senkung der Treibhausgasemissionen wird nicht nur der Energieverbrauch reduziert, sondern der Landwirt erzielt auch Vorteile für Umwelt und Wirtschaftlichkeit. Eine bessere Kenntnis des landwirtschaftlichen Betriebs, Kostenreduzierung, Vermeidung von Luft- und Wasserverschmutzung, Vermeidung von Bodenerosion und vieles mehr. Die EU-Agrarpolitik richtet sich mehr und mehr nach Klimaschutz und Umwelterfordernissen aus und wird zukünftig mehr Offenheit von den Landwirten fordern, wenn es darum geht, Leistungen für Natur und Umwelt zu erbringen. Landwirte, die ihren Betrieb genau analysieren, lernen damit ihren Hof und die Stärken, die Schwächen, aber auch die Chancen und Risiken im eigenen Betrieb besser kennen. Dieses Bewusstsein ist eine wichtige Voraussetzung, um als landwirtschaftlicher Betrieb dem zunehmenden gesellschaftlichen Anspruch nach einer nachhaltigen Landwirtschaft gerecht zu werden. Aber nicht nur der Landwirt selbst trägt Verantwortung, auch die Verbraucher sowie Politik und Verwaltung auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung einer umweltschonenden und nachhaltigen Landwirtschaft.
Die Bodensee-Stiftung ist eine gemeinnützige Naturschutzorganisation und setzt sich für nachhaltige Wirtschaftsweisen, insbesondere auch in der Landwirtschaft, ein. Neben Projekten zur Vermarktung von regionalen und ökologischen Lebensmitteln hat die Bodensee-Stiftung immer wieder innovative Ideen aufgegriffen, um die Landwirtschaft nachhaltiger und damit zukunftsfähiger zu gestalten. Die Landwirtschaft im südlichen Baden-Württemberg ist geprägt durch kleine Strukturen und große Vielfalt. Neben der klassischen Grünlandbewirtschaftung im Schwarzwald und im Allgäu spielen auf der Baar und im Hegau vor allem Ackerbau und Tierhaltung eine entscheidende Rolle. Rund um den Bodensee dominieren hingegen Sonderkulturen wie Obst, Gemüse, Wein und Hopfen das Bild der Landschaft. Innerhalb der letzten 10 Jahre haben sich in der Region auch viele Biogasanlagen etabliert. Der hohe Biomassebedarf und der damit verbundene intensive Anbau von Energiepflanzen wie Mais oder Roggen haben einen spürbaren Einfluss auf das Landschaftsbild. Ich bin der Hans-Peter und habe das Hofgut von meinen Großeltern übernommen. Ich bin der Philipp, ich studiere im Moment Agrarwissenschaften an der Universität Hohenheim und mein Ziel ist die Hofnachfolge. Ich bin die Doris und ich bin jetzt 26 Jahre hier Bäuerin am Hof. Und zusammen sind wir die Bulls. Unsere Betriebsschwerpunkte sind die Milchviehhaltung mit Nachzucht, eine Biogasanlage mit 130 kW, etwas Wald, wir haben eine kleine Hofbrennerei, eine eigene Jagd und mein Steckenpferd ist eine Besenwirtschaft, die für 4 Monate im Jahr geöffnet ist. Wir bewirtschaften 40 Hektar Ackerbau auf dem Betrieb. Davon sind hauptsächlich machen wir Feldfutterbau, das heißt Mais, Grünrocke, ein bisschen Weizen, hauptsächlich für Milchviehfutter und für nachwachsende Rohstoffe für die Biogasanlage. Der Boden wird hauptsächlich pluglos bearbeitet, das heißt wir lockern tief, wird eingefräst und sofort gesät in einem Arbeitsgang. Wir haben sämtliche Feldfrüchte eingeblendet. Vorteil von pluglos arbeiten ist weniger Arbeitszeitbedarf, weniger Dieselbedarf, besser für Bodenerosionen. Ja, wir befinden uns hier im Klimastall mit 51 Milchkühe plus Nachzucht. Die Kühe können sich frei bewegen in unserem Stall mit Stroh auf Streu. Das sind die neuesten EU-Verordnungen für tierbequemes Leben. Unsere Kühe dürfen raus auf die Weide im Sommer. Die haben nur Freigang und Weidegang. Bekommen unsere Kühe noch Silage. Zwar morgens Heu, Gras-Silage und Mais-Silage, wo wir unseren Betrieb selber erzeugen und im Fahrsilo einsiliert ist. So, wir befinden uns auf der Biogasanlage vom Hofgut Hambol. Wir haben eine Leistung von 130 kW elektrische Leistung und entsprechend 130 kW Wärmenutzung. Die Wärme wird genutzt für Haus und Warmwasser plus Besenwirtschaft. Die Anlage wurde 2003 gebaut während der ersten Milchwirtschaftskrise. Da haben wir uns entschlossen, zum zweites Stammbein zu machen. Und da ist ja eine Biogasanlage gerade in aller Munde. Wir waren einer der Pioniere unserer Gegend, wo die erste Biogasanlage gemacht haben. Die elektrische Energie wird verkauft ans E-Werk und die ganze Anlage wird beschickt vom Getreide, vom Ackerbau. Getreide heißt Mais, Gras, Roggen, Grünroggen. Mittlerweile sind wir so weit, dass 60% von unserem Einkommen von der Biogasanlage kommt und nur noch 40% vom Milchvieh. Das Endprodukt einer Biogasanlage
sozusagen die Substrate. Das ist die Gülle sozusagen, die vergorene Gülle von der Kühe und das vergorene Material von der Substrate, sprich Mais, Grünrocker oder Gras, da wo wir Energie erzeugen. Dieses Material kommt auf unsere Felder wieder zum Düngen. Ein bewusster Werden des ökologischen Umgangs mit unseren Feldern, eben gerade auch beim Einsatz der Gülle als Düngemittel. Wie können wir die noch effizienter einsetzen, eben zum Beispiel, indem wir einen Schleppschlauch anschaffen und hier noch nutzen, um auch eben das weiterhin mit der Natur in Einklang zu bringen. Dadurch sparen wir mindestens 15 Tonnen Kalkammonsalbet oder synthetische Düngemittel auf dem Betrieb. Für uns, wir sehen den Nutzen in dem Programm drin, dass wir eben sehen konnten, wo sind unsere Unkosten, wo sind unsere Verbräuche, was können wir hier noch tun, und wir erwarten uns im Endeffekt eine Einsparung, vor allem auch in der finanziellen Seite. Als sofortige Maßnahme konnten wir Einsparungen beim Strom vornehmen. Wir haben Wärmepumpen ausgetauscht in effizientere Modelle, die also wirklich sehr wenig Strom heute verbrauchen. Wir haben die Schieberanlagen, die den Mist schieben, auf andere Zeiten gestellt, damit die nicht mehr ganz so oft laufen, es trotzdem noch mit der Klauengesundheit der Kühe zusammenpasst. Als nächstes konnten wir zwei Maschinen auf dem Betrieb ersetzen. Es drehte sich um einen alten Schlepper und auch um einen Radlader. Beide haben wir durch andere Geräte ersetzt, die jetzt weniger Diesel verbrauchen und vor allem auch weniger Öl. Wir müssen uns darauf einstellen, bei der Ernte der Silage zum Beispiel, das Erntefenster ist immer kürzer. Wir arbeiten mit anderen zusammen, damit wir an einem Tag mähen können, am nächsten Tag gleich holen oder manchmal sogar am gleichen Tag. Als Landwirte bezeichnen wir uns auch immer als Bauern. Das ist ein alter Begriff, es kommt von Anbauen. Für uns ist unser Boden unser Kapital, der ist für uns existenziell. Wir brauchen den, um den Betrieb weiterzuführen, und wir haben keinerlei Interesse daran, unseren Boden auf Dauer auszunutzen, auszubeuten oder zu schädigen, weil wir leben ja von unserer Landwirtschaft und unser Ziel ist es, das immer von einer Generation an die nächste weiterzugeben. Solagro ist eine französische Non-Profit-Organisation mit Sitz in Toulouse, in der Region Midi-Pyrénées. Solagro beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit dem Thema Landwirtschaft und Klimawandel, insbesondere durch die Konzeption und Entwicklung von Planet, einer Software zur Bewertung des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen in landwirtschaftlichen Betrieben. Im Rahmen des Agri-Climate Change-Projektes arbeitet Solagro mit 24 französischen Betrieben zusammen, von denen sich 18 in der Region Midi-Pyrénées befinden. Die Agroindustrie ist der wichtigste Arbeitssektor in den Midi-Pyrénées und besitzt sehr verschiedene Bereiche. Getreideanbau in der Ebene, Tierhaltung in der Ebene und in den Bergen sowie Wein- und Obstanbau. Die Midi-Pyrénées ist eine von Trockenheit bedrohte Region. Der Wassermangel ist daher eine der wichtigsten Sorgen bei den Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft. Disons que nous avons accompagné le projet de notre fils qui a envisagé l'installation de panneaux et qui de fil en aiguille en est arrivé à la construction d'une bergerie qui a quand même révolutionné notre travail, notre fin de vie professionnelle. C'était des vieux bâtiments, c'était du foin sous forme de balles rondes, etc., etc. Avec une valeur moindre et un travail plus pénible quand même. Le séchage en grange, ça existe depuis 30 ans. Il y avait, mon père y avait pensé, mais sachant que c'était très onéreux quand même, c'était un rêve. Et des fois, les rêves se réalisent. Mais la motivation au départ, c'était vraiment de pouvoir sécher du fourrage.
pour déjà avoir un fourrage de meilleure qualité, un fourrage beaucoup plus appétant, ce qui permet de donner beaucoup plus de fourrage aux brebis et de faire plus de litrage. Alors le lien avec le photovoltaïque, bon, c'était de profiter de l'aubaine un petit peu qui était là il y a 2-3 ans pour le photovoltaïque, toutes les aides qu'il y avait sur le prix livré à EDF pour essayer de payer un bâtiment de cette qualité parce qu'une exploitation comme la nôtre était incapable de pouvoir financer ce genre de bâtiment. Et justement avec l'aide des photovoltaïques, par le paiement livré à EDF et également par les aides locales de la région et du FEDER, nous ont permis de réaliser ce bâtiment, de le mener à bout et d'arriver voilà, aux objectifs qu'on s'était fixés. Les années sont plus sèches. Globalement, les années sont plus sèches, ça c'est clair. Est-ce que c'est le résultat du réchauffement? Bon, je ne sais pas, moi, hein, je ne peux pas affirmer quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'est qu'on a du mal. On a du mal à avoir des stocks suffisants avec 40 hectares pour 300 brebis. Quel jouet, je ne sais pas, c'est peut-être idiot, mais j'ai l'impression que c'est... quand on est parti dans une période pluvieuse, c'est plus marqué, c'est 3 mois, 2-3 mois, et quand on est parti vers du soleil, idem, il semblerait qu'il n'y ait pas de demi-mesure, quoi. C'est la continuité de la décision prise par mes parents dans les années 1965. Et puis je préfère aller garder les brebis que partir avec un atomiseur et un produit quelconque dedans. Voilà, je suis mieux dans ma peau. Alors, le cheminement au moment de la récolte, il est assez simple, hein. Donc fauche quand il n'y a plus d'humidité. 24 heures après, environ andain, et dans la foulée, ensuite la récolte est ramassée avec la remorque autochargeuse, amenée ici donc, et stockée à l'aide de la griffe pour être séchée. Quand ce gros ventilateur va être en route, il a la capacité d'aspirer l'air par cette petite lumière que l'on voit à nous, par lesquelles l'air stocké qui se trouve entre les panneaux et l'isolant au-dessus de la bergerie, l'air chaud donc, est aspiré et soufflé dans la gaine de manière à sécher le fourrage. De ce coup, il y a une facilité qui n'est pas qu'on ne peut comparer à ce qu'on faisait avant, puisqu'on a tout à côté. L'hiver, on ne met pas le nez dehors, on n'a pas osé d'ouvrir les grands portails, prendre la pluie et le vent dans le visage. C'est bien mieux, quoi. Outre la qualité, le travail, la qualité du foin, le travail est bien simplifié. Pas énormément, un peu plus vert, plus de tout, plus de vitamines, plus d'UF, plus de PD, enfin, plus de tout, de PDN, de PDIE. À travers les analyses, on a constaté l'an passé qu'on avait des luzernes qui arrivaient à 135 PDIN, et ça s'est traduit par une production laitière beaucoup plus importante. Ce n'était pas fictif. Die Fondation Global Natur ist eine Non-Profit-Organisation, die 1993 gegründet wurde und sich für Umwelt- und Naturschutz einsetzt.
Die Stiftung setzt verschiedene Projekte in Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Akteuren um. Die Aktivitäten umfassen Renaturierungsmaßnahmen sowie die Förderung traditioneller Formen der Landwirtschaft, technische Innovation und Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit. Als Bildungseinrichtung berücksichtigt man in vielen Projekten auch Aspekte der Umweltsensibilisierung und Bildung. Im Projekt Agri Climate Change konzentriert sich die Stiftung auf spanische Regionen mit intensiver Landwirtschaft und Exportorientierung. Parallel entwickelt die Stiftung auch Projekte zur Förderung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft und verschiedene Vermarktungsprojekte, welche die Erhaltung der Biodiversität im landwirtschaftlichen Bereich fördern. Anbau von Hülsenfrüchten, Vertragsnaturschutzmaßnahmen, Erhaltung alter Tierrassen etc. In der Region Murcia wird Landwirtschaft sehr effizient betrieben. Etwa 20% des spanischen Obst- und Gemüseexports werden hier angebaut. Die Region Murcia ist in diesem Projekt Life Plus mit dem Technischen Büro der Abteilung für Umwelt und den Klimawandel vertreten. Unter den verschiedenen Initiativen, die entwickelt wurden, um den landwirtschaftlichen Beitrag zum Klimaschutz zu stärken, sticht Less CO2 hervor. Hier zielt man auf die Förderung der freiwilligen Verringerung der Emissionen und eine größere CO2-Speicherung durch die Landwirte. Die Region Murcia bringt in diesem LIFE-Plus-Projekt besonders ihre Erfahrung mit Less CO2 in die Entwicklung des Agri-Climate-Change-Tools ein. Die Initiative geht auf die ISO 14064 und die wissenschaftlichen Analysen zur Nutzung des CO2-Speicherpotenzials in der Landwirtschaft zurück. Desde que yo recuerdo, la familia se dedica al plátano y sobre todo en la Punta del Hidalgo. Esta empresa, cuando yo llegué, pues estaba un poquito atrasada en el sentido de que no teníamos riegos en toda la fertilización, sistemas automatizados. Después las fincas son pues un total de unas 25 hectáreas en conjunto y dedicadas al plátano pues unas 20. El cultivo de plátano más o menos lleva, en ciertas épocas del año son unas labores las que haces, en otras épocas del año otras labores. El ciclo de plátano son 9 meses. Y de las labores más importantes es el deshijado, ya que vas a obtener el fruto de una selección que hace el agricultor de su cultivo. Después, el resto de labores, pues es deshojado, deshomillado una vez te pare la platanera y el corte de la fruta para llevarla empaquetado. Porque una de las cosas que tenemos nosotros que es cumplir unos controles de calidad para que la fruta llegue al consumidor en un estado idóneo. Yo soy licenciado en ciencias ambientales y como tal me gusta que en mi explotación pues el medio ambiente sea importante y se hagan las cosas como es debido. Sería importante para el futuro de la agricultura en Canarias que intentar llevar las explotaciones desde un punto de vista medioambiental más estricto, intentar reducir las emisiones de CO2, intentar apostar por las energías renovables, apostar por abonos orgánicos, porque yo creo que para el futuro, si queremos tener un producto diferente, con mayor calidad, puede ser la solución. El proyecto AgriClimate Change nos ha aportado información que antes no teníamos ni podíamos obtener de ninguna manera, que esta información nos ayuda a optimizar recursos y al ser más limpios desde el punto de vista ambiental y optimizar los recursos, también optimizamos la explotación de manera económica. La iniciativa está muy bien, el medio ambiente hay que
fomentarlo, hay que obligar de alguna manera a que las explotaciones hagan las cosas como es debido, pero lo que veo más difícil es el control, que existan unas herramientas para controlar estas acciones y hacerlo de la manera correcta. Desde los años 70, finales de los 70, se empezó a producir tomates aquí en la finca, al principio pues de una forma muy artesanal y pequeñas producciones. A partir del año 92 se empiezan a construir invernaderos y se empieza a llevar un cultivo más intensivo, adaptándonos a los requerimientos de los clientes ingleses y escandinavos, que es donde va destinada la fruta. Exigían una fruta más perfecta, que no tuviera ningún roce, ningún tal, y eso se consigue a través de haciéndolo dentro de un invernadero. Nosotros procuramos tener un tema de producción de agua y producción de energía y ser autosuficientes. Estamos, de hecho, ya poniendo un aerogenerador o en proyecto un aerogenerador que nos abastezca de energía y abastezca sobre todo de energía a los cabezales, máquinas de empaquetado y sobre todo a la desaladora, que tiene un coste energético muy alto, muy elevado, ¿no? Para nosotros es más seguro y es más ecológico producir, y es de mejor calidad, producir agua de mar y desalarla. Aparecen anualmente algún virus nuevo que, en fin, que causa bastante problemas, ¿no? Pienso que esta aparición de virus es debido al tema del cambio climático y también la comunicación global alrededor del mundo, que se van trayendo enfermedades y plagas y virus que hay en otros países que estaban aislados, que ahora no lo están. De resto, ya le digo, de tema de fitosanitarios, procuramos el uso mínimo de insecticidas cuando no queda más remedio, pero vamos por el tema de producción integrada, es decir, que prevalece primero la lucha biológica y mecánica y por último la química, ¿no? Bueno, con respecto a los mercados, se está trayendo productos de terceros países que no están siendo controlados debidamente como están controlando a los productos de dentro de Europa. Cultivo ecológico, lógicamente, da un producto de más seguridad, ¿no?, para el consumidor. Tenemos una serie de requerimientos por estar dentro de un parque natural que no lo tienen otras explotaciones. De cara al marketing y de cara al cliente inglés y al cliente escandinavo, pues le es atractivo, ¿no?, estar dentro de un parque rural, porque ya ellos ven que conlleva una serie de restricciones que favorecen la calidad de la fruta. Die Comunità Montana ist ein Institut für nachhaltige Regionalentwicklung rund um den Trasimenosee in Italien. Ein ländlich geprägtes Gebiet mit 13 Gemeinden und insgesamt mehr als 100.000 Einwohnern. Die öffentliche Einrichtung ist für die Förderung von nachhaltigen Projekten sowie für die Verwaltung des Regionalparks Lago Trasimeno zuständig. In dieser Region ist die Landwirtschaft von den sogenannten regionaltypischen Produkten hoher Qualität geprägt. Sie präsentieren die Tradition und die landwirtschaftliche Prägung des Gebietes. Zu den wichtigsten landwirtschaftlichen Aktivitäten zählen die Herstellung von erstklassigem Olivenöl extra vergine, welches auch im Ausland sehr geschätzt wird. Die Spezialisierung auf die Produktion von zahlreichen erstklassigen Weinen sowie die Zucht von wertvollen Rinder- und Schweinerassen. Ein weiteres Kennzeichen, die die Wirtschaft dieser Region charakterisiert, ist die Präsenz von zahlreichen Tourismusangeboten innerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, welche Agriturismo genannt werden.
tutto è iniziato nel 1976, quando mio padre acquistò una casa dove crescere i suoi figli in un posto sano e sicuro, lontano dai grandi problemi della città. Oggi il Fontanaro ha una grande eccellenza, quella della produzione di un olio d'oliva che è stato scelto e selezionato dal Culinary Institute of America o anche da Slow Food e da molte altre organizzazioni. Questo perché c'è una differenza nella produzione dell'olio. Solo utilizzando il progetto biologico, quindi di difesa dell'ambiente, e solo molendo le olive lo stesso giorno, addirittura a volte mezz'ora dalla raccolta, riusciamo ad avere un prodotto d'eccellenza. L'olio quindi per noi è la punta di diamante, la produzione più importante. Il nostro è un orto biologico, i nostri ospiti imparano a coltivare, a raccogliere, a mangiare biologico. E quando vanno via capiscono la differenza di un pomodoro cresciuto in modo vero da un pomodoro acquistato in un alimentare, magari forse viene dalla Cina. Li facciamo partecipare alla raccolta delle olive, alla potatura delle olive. Ora abbiamo piantato lo zafferano e tra poco avranno il privilegio i nostri ospiti di raccogliere uno zafferano vero che ho piantato io 2 settimane fa con le mie mani. Pomodori, ortaggi, ogni casa ha il suo orto personale e ogni persona quando viene qui può prendersi cura dell'orto e solo così si possono capire quali sono le differenze del sentirsi bene, perché siamo quello che noi mangiamo alla fine. E se mangiamo prodotti OGM, alla fine purtroppo il nostro corpo ne risente, i dati scientifici purtroppo lo stanno confermando. È importante avere una pratica quotidiana dell'ambiente. Credo veramente che un logo di certificazione sull'impatto ambientale sia fondamentale per cambiare l'uso e il consumo della gente. Al Fontanaro stiamo cercando di, e abbiamo cercato di ovviare alla riduzione dell'utilizzo del carbone attraverso le energie rinnovabili. Il frantoio per le nostre olive è alimentato dai pannelli solari. In questo modo noi siamo sufficienti dal punto di vista energetico. E non solo, all'interno del mulino, per esempio, le sanze residue tornano direttamente al terreno come primo fertilizzante. E stiamo cercando di integrare tutta la nostra tenuta con dei riscaldamenti dati dalla legna, perché quello che poi sono i ricavi, visti i costi di riscaldamento invernali, non è un'attività sostenibile, non è un'attività che si può fare. Questa è stata un'estate drammatica, 3 mesi di siccità, solo attraverso, grazie al fatto che mio padre preparò un impianto di riciclo dell'acqua piovana, ci siamo salvati. Avere un'azienda agricola in Italia che produce olio d'oliva purtroppo a volte è difficile. È difficile vendere il nostro olio, è difficile farlo capire, è difficile far comprendere il prezzo del nostro olio all'utente finale. Noi del Fontanaro siamo molto vicini e grati e crediamo molto in quello che è il progetto di Agri Climate Change, e sostenere queste iniziative, esserne vicino, promuoverle è un grande passo di civiltà e di riconoscimento del dovere sostenere l'ambiente, perché solo in questo modo sosteniamo la nostra terra, il posto dove viviamo noi e vivranno le nostre future generazioni.